Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video. Ja Leute, Video hier auf dem Kanal. Ihr seht im Hintergrund eine Squad Build Challenge, eine Leute, der Flash SBC. Ich bin ein bisschen enttäuscht von EA. Man hat sich so erhofft, wenn man das Ganze so gesehen hat, dass vielleicht jede Stunde oder jede zwei Stunden was kommt. Mittlerweile alle drei Stunden nur und das letzte war ein Trikot Challenge, also ja auch nicht so besonders. Die hier ist schon ganz nice, muss man sagen. Man kommt nämlich ein 35k-Set, ist ganz gut und die Challenge war auch interessant, nämlich, weiß gar nicht, was sie ja zur Zeit mit den Chelsea Silber- und Bronzespielern hatten, brauchte man genau drei Silberspieler und einen Bronzespieler, 11 Nationalitäten und maximal 6 Spieler aus einer Liga. Hinzu kommt noch eine 79er Bewertung mit diesen 4 Spielern, hier war das, naja, nicht mal so einfach und noch, ja, was war noch, genau, eine 90er Teamchemie, ja, war jetzt wie gesagt nicht so einfach, aber ich habe es hinbekommen. Ich hatte die beiden Innenverteidiger aus dem Team, wie heißen die, Adelaide glaube ich, ne, ja, Adelaide United, hatte ich beide im Verein, deswegen habe ich die jetzt hier reingepackt. Dann habe ich mir noch diesen Sechser für 400 Münzen geholt, richtig billig, Spanier dazu, also eine andere Nation nochmal, hat ganz gut gepasst. Dann habe ich mir einfach irgendeinen random Torwart aus meinem Verein reingestellt hier, ich bin übrigens auf den beiden gekommen, weil ich den da reingepackt hatte, als Bronzespieler. Und dann habe ich gesehen, dass ich aus der Liga die beiden von einem Verein als Innenverteidiger-Duo habe, als Silberspieler. Hat ja gepasst, deswegen habe ich das so gemacht, nur mal so am Rande. Aber okay, ja, dann den random Goldspieler, Bronzespieler da reingeklatscht, den ich für ein Torwart übrig hatte. Dann habe ich mir geguckt, welche Liga würde ich dafür nehmen, dass ich noch ein gutes Rating hinkriege. Letztendlich bin ich darauf gekommen, nimmst die Serie A, habe hier Rui, ja Rui, sag ich jetzt einfach Mario Rui, reingepackt. Dann droht man mit einem 81er Rating, der pusht das Ganze ganz gut, gehen auch beide momentan durch den Market Crash für gar nichts. Banega hatte ich noch gezogen gehabt, den hatte ich im Verein gehabt, das gleiche geht für Bakker, Medel auch mit einem 83er Rating, genauso wie Banega, hier ein guter Pusher, sage ich jetzt mal. Jovetic dann auch noch, aber ja, habe ich jetzt einfach reingepackt. Ich überlege gerade, ob ich Bakker da wirklich nehmen muss oder ob ich da noch einen Lower Bewerteten nehmen kann. Also für ihn... Das würde von der Nation nicht hinhauen. Nee, immer dieses Ändern mittendrin, das finde ich auch sehr geil von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was würde ich jetzt? Ich wollte jetzt nochmal einen für Bakker nehmen. 81er geht das? Nein, das geht nicht, okay. Scheiß drauf, ich würde sagen, wir schicken das jetzt einfach ab. Übrigens, der Rechtsverteidiger war auch noch irgendein Random, den ich reingepackt habe. Das war eigentlich auch dann egal, weil ich brauchte nur noch eine neue Nation. Und letztendlich ein Goldspieler. Und dann habe ich einfach irgendeinen Random Rechtsverteidiger, der Gold war, genommen. Der eh nichts wert ist. El Abdelawi. Kostet gar nichts. Scheiß Nation, scheiß Liga zum Verlinken. Deswegen einfach ihn genommen. Weltfußball abgeschlossen. Ich habe mir eben noch wie heißt es? Als Vorsorge sozusagen zwei November-Spieler geholt, weil ich irgendwie denke, dass da vielleicht noch eine Challenge kommen wird. Könnte ich mir vorstellen. Aber ist ja auch egal. Mega-Set, Leute. Na, mal gucken. Ja, von den Foot Champions-Belohnungen her war das ja immer nicht so besonders. Gucken wir einfach mal bitte vielleicht ein Walkout oder so. Nein, kein Walkout, wenigstens ein Inform. Oh Gott. Das ist so unnötig. Ja, wir kriegen den Rossi. Ein 83er aus der Serie A. Okay, auch von Roma. Den Verein, den wir eben benutzen. Oh, Walker. Aber Walker ist, glaube ich, auch nichts mehr wert. Vor allem nicht mit dem... Boah, doch. 14k, Alter. Werde ich mal gleich raufhauen. Ziehe ich. Der war, glaube ich, auch ein bisschen, aber mittlerweile eh nichts. Ja, bei meinen... ja, so viel dazu. Aber einen ganzen... akzeptables Pack mit Walker, immer in 15.000 Münzen, muss man sagen. Oh! Alter! Alter, was ein Pack, Mann! Das sind knapp 40k, wenn ich Glück habe. Und ich habe First Owner County. Ha, geil. Genau, wo ich die 7 Spieler mit meinem anderen County gemacht habe. Geil. Also das Pack ohne Scheiß, das war richtig geil. Jetzt wirklich keine Beschwerde mehr. Walker und County, die gehen zusammen für circa 40k weg. Nicht ganz, aber so in dem Dreh auf jeden Fall. Geile Sache, Leute. Geile Sache. Ich würde sagen, dann war es das auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein.